Ja, ich bin gleich zu einem Weihnachtstee bei meiner Freundin eingeladen und ich habe natürlich was vorbereitet. Ist ja klar, man geht ja nicht einfach so mit leeren Händen irgendwo hin. Ich habe ja allerdings schon einiges für Weihnachten quasi vorbereitet, was Kosmetik betrifft. Deswegen habe ich mir jetzt heute was anderes überlegt. Ich werde hier ein paar Blumen schenken. Ich habe die jetzt schon ein bisschen schön verziert und eingepackt. Da habe ich jetzt die Kamera mitlaufen lassen, weil ich euch eigentlich so eine kleine Anregung geben möchte, eine kleine Inspiration. Ich habe euch ja jetzt schon mehrere Do-it-yourself-Weihnachtsinspirationen hochgeladen. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Und somit auch dieses Video. Falls ihr das nachmacht, beziehungsweise falls euch die Inspiration geholfen hat, würde ich mich natürlich total über euer Feedback freuen, ist ja klar. Das wird jetzt auch nur ein kleines Video, also es ist nur eine Kleinigkeit, es soll euch einfach nur dazu dienen, dass ihr Sachen einfach selber macht, weil ich finde, dass wenn man etwas selbst gestaltet bzw. selbst verziert und so weiter, dass es von Herzen kommt, natürlich für mich ein bisschen mehr wert ist, als jetzt irgendwie nur was zu kaufen und zu schenken. Natürlich braucht man da auch die Zeit, das ist klar. Also wenn man Zeitnot hat bzw. Zeitdruck, was jeder wahrscheinlich an Weihnachten hat, wird es ein bisschen schwierig für jeden was zu basteln, das ist ja ganz klar. Aber was ich euch sagen möchte, ist, lasst die Weihnachtszeit ruhig angehen. Ich wünsche euch eine ganz tolle, besinnliche Zeit. Bitte stresst euch nicht, weil es ist nicht wichtig, die Leute zu beschenken, sondern einfach Zeit mit ihnen zu verbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Stunde jetzt zum Tee und frische Plätzchen, das ist das schönste Geschenk für mich, jetzt mit meiner Freundin einfach diese Zeit zu haben und es zu genießen. Und das wollte ich euch einfach auf diesem Weg auch nochmal mitgeben. Und ja, das war es jetzt erstmal soweit. Ihr seht mich jetzt gleich nur noch, also meine Hände. Ich habe es jetzt heute Mittag schon vorbereitet. Ich hoffe, das Video gefällt euch, meine Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, zuallererst packen wir natürlich erstmal das gute Stück aus. Ich habe das beim Bettgärtner gekauft. So, ich habe sie in Rot genommen, eben passend zu dieser Jahreszeit. Jo, und jetzt legen wir mal los. So, ihr könnt euch das Ganze natürlich in einen Übertopf stecken. Wenn ihr jetzt aber sagt, Mensch, so viel Geld möchte ich gar nicht ausgeben, kann ich das natürlich verstehen. Da habe ich jetzt eine Alternative für euch. Und zwar war ich im Bastelladen und habe mir diesen Stoff hier mitgenommen. Wie ihr sehen könnt, ist er sehr edel. Und da machen wir uns jetzt einfach eine Manschette draus. Ich habe den jetzt einmal gerade so grob gefaltet. Also das muss jetzt nicht sonderlich akkurat sein. Und dann legt ihr euch das quasi über diesen Topf drüber. Und ich bin jetzt natürlich keine Floristin, das ist klar, aber ich mache das halt so nach meinem Gefühl, wie es mir halt am besten gefallen würde. Ich lege das jetzt einfach mal so grob hier drum. Wir müssen da natürlich noch so ein bisschen dran rumzuppeln, das ist klar, aber die Kür, die kommt ja dann zum Schluss, weil wir das Ganze ja dann noch schön dekorieren. Ich habe jetzt hier eine Nadel. Ich fixiere das jetzt nur grob, weil da kommt ja jetzt ein Band dran, aber damit ich dann beide Hände habe, wie gesagt, fixiere ich mir das jetzt hier mal so einfach grob dran. Und wenn das auch so ein bisschen nochmal wegrutscht, ist es überhaupt gar nicht schlimm, weil ich habe dann noch die Heißklebepistole. Ich möchte es dann noch schön ausdekorieren und das machen wir dann noch. Also das ist jetzt grob erstmal dran und jetzt fangen wir mal an. Also ich habe jetzt hier verschiedene Bänder, die ich mir dann jetzt drum machen werde. Das könnt ihr ja dann natürlich machen, wie es euch am besten gefällt. Je nach Geschmack eben. Ich habe jetzt hier dasselbe Rot nochmal. Das mache ich mir jetzt ganz grob hier wieder nur rum, weil ich möchte noch ein anderes Band verwenden. Und zwar möchte ich noch ein bisschen eine andere Farbe reinbekommen. Also wie gesagt, deshalb jetzt nur mal so grob. Ich schneide es schon mal ab. Später mache ich da noch eine schöne Schleife draus. Und jetzt habe ich hier mir noch so ein weißes Band abgeschnitten. Das habe ich bei Depot gekauft. Also das ist so eine Art Filz, wie ihr sehen könnt. Also das mache ich mir jetzt hier noch drum. Einfach so ein bisschen als Farbkontrast. Und das fixiere ich jetzt nur mal so hier ganz grob. Und hole mal die Heißklebepistole. Und dann machen wir mal weiter, damit ihr sehen könnt, was ich eigentlich meine. So, ich habe jetzt hier unten, wie gesagt, das rote Band. Dann habe ich ja dieses Filzband. Ich habe jetzt noch dieses rote Band hier drauf gemacht, dieses schmale, da steht frohe Weihnachten. Ich habe es mit der Heißklebepistole hier fixiert und habe dann hier noch ein rotes Herz dran gemacht. Ich habe die Schleifen ziemlich kurz abgeschnitten, damit es nicht so runterhängt. Und jetzt dekorieren wir mal hier oben weiter.
Jetzt schmücken wir das Ganze noch ein wenig aus. Allerdings muss ich euch sagen, dass ich es relativ schlicht halten werde, weil es an eine Freundin geht, die nicht so arg auf Schnickschnack steht. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich alles besorgt habe. Und zwar habe ich hier noch von meinem Adventskranz frische Tannenwedel. Die stecke ich mir jetzt einfach noch so ein bisschen mit hier rein. Ich drapiere die so ein bisschen seitlich. Und hier noch von dem Grün. Das sieht nämlich auch total schön aus und richtig weihnachtlich. Und dann habe ich mir überlegt, möchte ich so ein bisschen Kunstschnee hier unten reinpacken. Allerdings gibt es so ein bisschen eine Sauerei. Ist vielleicht auch ein bisschen blöde dann beim Gießen, aber da musst du dann einfach durch. Weil ich finde, so ein bisschen was gehört schon dazu. Schließlich ist ja bald Weihnachten. Und da darf Kunstschnee natürlich nicht fehlen. So, das drapiere ich noch so ein bisschen zurecht. Genau, so sieht es dann aus. Ich zeige es euch ja dann gleich in Nahaufnahme. Und dann habe ich hier noch so kleine Holzschnitze mal gekauft. Die lege ich mir jetzt auch noch so mit hier rein. Das sieht nämlich auch ganz nett aus und ganz weihnachtlich. Und natürlich ein wenig Engelshaar, darf auch nicht fehlen. Ich nehme jetzt hier in dem Fall Gold, weil ich ja hier unten mit dem Herz, da ist ja auch Gold mit dran. Und das drapiere ich mir hier auf diese Zweige. So sieht es dann aus. So. Genau, das ist ein bisschen viel, da machen wir noch ein bisschen ab. Das Engelshaar, das habe ich jetzt hier drauf drapiert, mir gefällt es jetzt schon ganz gut. Ich werde mir jetzt allerdings noch zwei von diesen Herzen dran machen. Das eine, das habe ich ja auch schon hier unten dran befestigt. Und die anderen beiden werde ich mir eben jetzt, wie gesagt, hier mal an die Zweige machen. Und ich wollte euch übrigens noch sagen, dass ich für diese Pflanze 7,90 Euro beim Gärtner bezahlt habe. Ich finde, es ist okay. Und wenn man dann mit ein paar Handgriffen das noch so ein bisschen aufwertet, man hat ja auch manchmal noch ein paar Sachen zu Hause, dann kann man das so richtig schön noch eben ausschmücken. Man hat was Schönes, wenn man zum Beispiel eingeladen ist zum Kaffee, wie wir heute, zum Weihnachtskaffee. Wir kriegen dann Plätzchen und leckeren Tee und dann hat man was Schönes in der Hand, kann das überreichen, dann freut die Person sich, weil die Blume, die blüht ja jetzt noch eine ganze Weile und da wird sie sich sicher daran erfreuen. Ich mag diese Pflanze nämlich auch total gerne. Ich habe mir die auch schon gekauft, vielleicht habt ihr es in meinem anderen Video gesehen, wo ich euch den Adventskranz bzw. das Gesteck gebastelt habe. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das sehr, sehr gerne mal unten in der Infobox. Da könnt ihr euch das mal anschauen, wie dieses Jahr unser Adventskranz geworden ist. Und das dauert jetzt noch ganz kurz, bis ich dieses Herz mal dran gemacht habe. Und ich habe mich ja übrigens am Finger verletzt, falls ich es noch nicht dazu gesagt habe. Es tut sehr weh und deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Aber ich finde, solche Geschenke, wenn man sie eben selbst macht, kommen sie nochmal viel mehr von Herzen, weil es ist halt einfach persönlicher, als wenn man da jetzt irgendwas kauft. Wenn man natürlich keine Zeit hat, da jetzt extra noch was zu basteln, ist das natürlich auch verständlich. Aber mir war es halt jetzt wichtig, dass ich das noch mache. So, und die Herzen, die hängen jetzt fest dran. Ich mache euch da jetzt noch mal eine Nahaufnahme, damit ihr das bisschen besser sehen könnt. Also mir gefällt es jetzt ganz gut, was dabei rausgekommen ist. Ich mache sowas ja immer total spontan und habe da keinen Plan. Ich lege da immer so los. Und ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal die Kamera mit und zeige es euch. Ja, und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, meine Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin.